Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Blattgrün. Wir sind immer noch im Team Rocket Quartier, Dings. Und stimmt, das hatten wir geschafft, genau, wir wollten weiter hochgehen. Okay, da ist ein Gegner. Hier hinten ist nur ein Feld zum Teleportieren. Okay, Pokémon. Ja, Dratini ist voll aufgefüllt, das ist sehr schön. Dann geht's los. Hör endlich auf, uns zu nerven. Niemals. Mein Sound ist sehr leise. Moment. So ein bisschen lauter drehen, ey. So. Radikal. Was dürfte Dratini eigentlich hinbekommen, schätze ich? Einfach Drachenwut, komm. Hyperzahn. Ah. Okay, ich glaube, ich wechsle. Ich würde es hinbekommen, aber Hyperzahn ist halt doch eine Nummer zu groß. Nummer zu krass. Oh, echt jetzt? Hätte ich ja nicht wechseln brauchen. Mann! Da denkt man sich so, nee, wechselt man mal vorsichtshalber nicht, dass Dratini besiegt wird. Nein. Wegen Hyperzahn und so, nein. Nein, nein. Radikal setzt Routenschlag ein. Es ist immer schön. Hypno. Dratini wäre keine gute Wahl, würde ich schätzen. Deswegen lieber mal Gengar. Obwohl Gengar halt auch nicht so die krasse Wahl ist, dadurch, dass Hypno halt Psycho-Attacken kann und das gegen Gengar halt effektiv ist. Aber es ist nur Level 28. Ah, fast. Hoffen wir einfach mal. Doch, das dürfte Gengar überleben. Ja, easy. Easy. Und Stärke. Sehr schön. Lassen wir Gengar noch eine Runde drin? Ja, komm. Dann hat Gengar auch sein Level up. Dann dürfte Gengar Level 35 sein. Machen wir Hypnose. Ja, trifft. Sehr schön. Danach einfach mal einen Traumfresser, damit sich die KP halt schön auffüllen. Traumfresser. Die Attacke ist echt strong, ey. Habe ich immer unterschätzt. Habe ich nie einem Pokémon beigebracht. Weil ich mir immer so dachte, nee, braucht man nicht so unbedingt. Aber ich finde doch, ist schon strong. Ist schon geil. Ich habe auch Hypnose und so in dem Pokémon damals nie beigebracht, weil ich mir so dachte, nee, werde ich eh nicht nutzen. Aber Hypnose ist halt einfach hart, ey. Hypnose ist halt nice. Ich gebe auf. Ja, das solltest du auch. Ist keine Chance. Zero Chance. Ich arbeite für die Sales Corps, was soll ich bloß machen? Weiß ich nicht, mir ein Item geben oder so. Das wäre ganz cool. Das fände ich echt nice. Okay, hier ist auch nur ein Teleportationsfeld. Das heißt, wir gehen weiter. Wir setzen nochmal einen Supertrank, wenn wir noch einen haben. Ja, haben wir. Für Dratini ein. Oh, wie viel wir Dratini heilen müssen, ey. Das ist unglaublich. Aber ich muss halt Dratini mal ein bisschen trainieren. Ist halt so underleveled. Mit einem Level, noch ein Level, Leute, dann ist es ja ein Dragonier. Polterknecht haben wir gerade bekommen, glaube ich, ne? Ich habe nicht richtig gelesen, scheiße. Eindringling gesichtet. Yeah. Düt. Ein Retter. Das dürfte Dratini schaffen. Wir machen einfach Drachenwut. Komm. Einfach Drachenwut. Angriff. Drachenwut dürfte Spezialangriff sein, ne? Es macht ja eh 40 Schaden. Immer. Also von daher, es ist ja eigentlich egal. Ja, es war so klar. Es war so klar, dass Dratini vergiftet wird, ne? Ich hab's gerochen. Ich hab's gerochen, Leute. Mann. Zubat. Zubat kann auch Dratini übernehmen. Ich bin gerade überlegen. Ah, nee, das dürfte Dratini aushalten. Wenn Donner treffen würde. Oh. Setze, glaube ich, einen Hyperheiler ein. Oh. Okay, ich lasse es. Dratini hat sich selbst geheilt. Wusste ich gar nicht, dass Dratini das kann. Cool. Komm schon. Dratini. Oh, komm schon, Dratini. Ja, Dratini ist besiegt. Fuck.
Dann setzen wir mal Toboga ein. Toboga braucht auch noch ein bisschen Training. Oh, das ist gerade unlucky, Alter. Wir haben noch 3 Beleber. Ich hätte vielleicht noch ein paar mehr kaufen sollen. Ah, oh, ist das doof. Aber kommt, es kann Superschall und Konfusstrahl. Ist es denn ernst? Wie ätzend. Ich habe heute kein Glück mit Verwirrung. Mit Verwirrung habe ich heute definitiv kein Glück, wie es aussieht. Holy moly. Komm schon. Danke. Und es macht nicht mal One-Shot, lol. Komm schon, please. Please. Oh. Alter, ne? Manchmal habe ich so Tage, da gehe ich jeder Verwirrung aus dem Weg. Und jetzt? Nicht. Mann, das ist doof. Das ist doof. Tragosso. Lassen wir Toboga drin? Nein, komm, wir setzen... Hydratini wäre auch dumm. Ja, bitte, komm, wir lassen Toboga drin. Gegen Tragosso kann Ratini auch nicht viel ausrichten, leider. Aber Toboga dürfte schon ein bisschen was... Was? Das ist weniger Damage als erwartet, ey. Oh, Ruckzucki. Auch nicht viel mehr, Alter. Aber das ist okay, denn Tragosso hat nicht angegriffen. Nicht wirklich zumindest. Und dadurch ist es jetzt besiegt. Toboga ist auch bald Level 35. Wer oder was bist du? Ich bin ein YouTuber. Du so? Okay, wo sind wir hier jetzt? Das Team Rocket hat die Kontrolle über Silvsko übernommen. Silvko? Ich sag immer Silvsko. Das ist immer... Weiß nicht. Ist falsch. Ich sag's trotzdem immer. Okay, ein Macholo. Komm, wir versuchen's mal. Ja? Ja? What? Oh, Dratini, bitte entwickel dich, ey. Bitte. Please entwickel dich gleich, ey. Ist langsam, langsam ist es echt ätzend. Ich meine, es ist klar, weil Dratini ist halt einfach... Also Dratini an sich ist halt übel schwach. So. Aber Dragonier zum Beispiel ist halt schon mal einiges stronger. Und Dragoran böllert sowieso hart rein. Aber das ist halt... Das ist das Problem. Das bei Dratini dazu zu bringen, dass es sich so... Ne? Dass es so weit ist. Ein Traumato. Gengar, komm. Ach, Mann, ey. Ich hoffe, Dratini ist hier danach Level up. Dann entwickelt es sich endlich. Das wäre so schön. Das wäre... Oh, wäre das schön. Sehr gut. Ja! Oh! Endlich! Endlich, Leute! Ja. Oh, wir kriegen ein Dragonier. Es ist stärker als Dratini. Oh Gott. Yeah. Glückwunsch, dein Dratini wurde zu Dragonier. Ach Gottchen. Endlich ein Dragonier. Es hat schon um einiges mehr KP. Und ist halt um einiges stärker. Mit Level 55 haben wir dann auch endlich ein Dragoran, Leute. Mit Level 55, ja. Es ist sehr spät. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich definitiv, schätze ich. Hey. Wir entwickeln in diesen Labors... Ach, in diesen Labors neue Pokébälle. Mehrzahl. Labors. Okay. Ein Magnetron, das dürfte eigentlich hinhauen, schätze ich. Mit Flammenwurf. Dragonier ist halt jetzt um einiges stärker als Dratini. Wie ihr seht. Oh, bin ich glücklich. Oh, schön. Smogon. Ja, bleiben wir mal drin. Komm. Dragonier ein bisschen entwickeln, ein bisschen trainieren, meine ich. Das ist, glaube ich, schon gar nicht mal schlecht. Drachenwut ist halt leider das Problem, dass es wirklich nur 40 Damage macht.
Was heißt nur? Ich meine, 40 Damage ist bei den Pokémon... Ach, komm schon, echt jetzt? Bei den Pokémon noch ganz gut. Expidermis von Dragonier, okay. Expidermis. Slam. Aber später ist halt Drachenwut einfach nicht mehr wirklich so nützlich. Smogmog. Wir bleiben mal mit Dragonier drin. Und wir versuchen es mal mit Flammenwurf, komm. Vielleicht... Ah, Smogmog hat echt gute, ne? Gute Werte. Ja, der Damage ist okay. Das Dragonier vergiftet ist jetzt nicht so geil. Ich glaube, ich mache es einmal so. Haben wir einen... Wir hätten Top-Genesung einmal. Aber nee, komm, lohnt sich nicht. Setz mal einen Hypertrank ein. Wir haben ja genug davon. Schlammbad macht Damage, ey. Heiliger. Dann machen wir nochmal einen Hyperheiler. Ja, wir haben ja Gegengift. Erstmal das Gegengift aufbrauchen. Ach Gottchen. Gegen Smogmog hat Dragonier echt Probleme noch, ne? Aber dafür hat Dragonier halt auch noch nicht so die krassen Angriffe, so. Das ist das Problem. Wir machen mal nochmal, komm, Drachenwut. Oh, das waren nur noch 40 KP? Lol. Okay. Akzeptiere ich. Magnetilo noch, alles klar. Das dürfte Dragonier auch easy hinbekommen. Einfach Flammenwurf rein. Und die Sache ist gegessen. Ja, easy. Ah, langsam wird's mit Dragonier. Schön, schön. Finito aus und vorbei. Ja. Oh. Ich hörte, ein Kind läuft im Gebäude herum. Ja, das sind wir. Hey, na? Arbok. Ja, Arbok dürften wir auch hinkriegen eigentlich, oder? Ich bin mir nicht so sicher, verdammt. Bin mir echt nicht sicher, aber ich schätze eigentlich, dass Dragonier das hinkriegen sollte. Wir müssen auch Dragonier bald mal auswechseln. Weil auch die AP seiner Fähigkeiten langsam echt nicht mehr... Giftblick kommt schon, echt jetzt. Paralyse. Oh. Okay. Oh. Mag die Fähigkeit. Mag sie. Ist geil. Okay, Drachenwut ist immer noch echt nice. Ja, die AP von Dragonier zu tanken sinkt langsam echt extrem. Das heißt, wir müssen Dragonier bald mal auswechseln. 1000 Erfahrungspunkte. Schön. Level 31 für Dragonier. Herrlich. Schluss aus. So, wir gehen einmal kurz hier rein. Aber sofort wieder zurück. Weil ich einfach nur hier lang gucken möchte. Der Türöffner, genau, der war hier. Schön. Stimmt. Hier können wir mit dem Typen kämpfen, das machen wir aber gleich. Gucken wir mal weiter. Das Feld haben sie da echt doof platziert, muss ich ja sagen, ne? So, was hier unten? Das sind keine Trainer, glaube ich, ne? Was? Wer hat das Kind hier reingelassen? Doch, ist es, lol. Okay. Kadabra. Ja, komm, Drachenwut. Siehstrahl. Oh. Mal gucken, wie viel Damage es macht. Ordentlich. Man wäre jetzt Dragonier nicht langsamer als Kadabra, ne? Dann wäre ja alles fit, aber es ist langsamer. Das ist das Problem. Wir setzen auf Gengar, komm. Auch wenn Siehstrahl echt Damage machen könnte. Nein. Weil es jetzt Aussetzer ein. Wow. Okay. Gengar bekommt auch bald sein Training. Sein hartes Training. In der Psycho-Arena. Ein Pantimos. Ja, komm. Das macht Gengar auch noch. Und ich lasse den EP-Teil aber noch drinne. Für... Zumindest für die Safeco. Schätze ich mal. Je nachdem, welches Level Dragonier dann erreicht. Nein, das Kind hat mich besiegt. Ja, Mann. Bin halt... Nice. Erstmal Protein dahin. Und Hypertrank.
Ich weiß, Hypertrank könnte für den einen oder anderen kleine Verschwendung sein, weil es halt echt nicht 4 KP sind. Aber egal. Sollte dem Team Rocket gefälligst mehr Respekt. Nein. Das werde ich nicht tun. Hypno. Das könnte problematisch werden. Versuchen Sie einen Slam. Slam kann ja auch paralysieren. Kopfnuss. Ja, es ist okay. Machen wir Drachenwut. Mal sehen, wie viel Damage es macht. Erfüllt sich natürlich, aber... Ja. Angriff steigt. Der Angriff steigt, warum? Was? Ich meine, gut, für Konfusion bringt das zum Beispiel gar nichts. Dass der Angriff steigt. Ist doch doof. Aber okay. Sehr schön, Dragoni hat ihn nur besiegt. 1000 Erfahrungspunkte. Herrlich. Okay. Schöne Antwort darauf, dass du besiegt wurdest. Okay, gucken wir erstmal hier unten lang. Hier sind 2 Team Rocket-Rüpel. Ja, hier, okay, können wir schon mal den Türöffner einsetzen. Denn hier sind nur Items. KP plus, okay, sehr schön. Und X-Spezial, ja, das ist nicht so schön. Ist noch ein Trainer. Hier wäre noch ein Feld. Wofür fehlt uns das Feld? Nicht zu der Person, die uns heilen kann, schade. Das hatte ich nämlich gerade gehofft, aber okay. Hey. Dieser verdammte Präsident, warum will er ausgerechnet mich nach Tixie schicken? Was ist Tixie? Was zur Hölle ist Tixie? Alles klar, Alter. Ein Voltoball. Oh, jetzt hat er die Kack-Pokémon hier nur rumliegen, okay. Was ist Kack-Pokémon? Ist halt eher so die Pokémon, die... Halt, gegen die ich... Oh, Kacke. Gegen die ich keine effektive Attacke habe. Nein, was? Kacke! Oh! Nice! Oh! Alter, hatte ich gerade Angst. Hätte er nochmal Ultraschall eingesetzt, dann wäre es besiegt gewesen. Dann wäre Dragoni besiegt gewesen. Smogon. Ja, komm, wir wechseln. Ein bisschen Tauboga trainieren, würde ich sagen, ne? Muss ja auch noch ein paar Level aufsteigen. Um Level 35 oder 36 entwickelt es sich ja. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Einfach Eroas rein. Tauboga ist aber auch nicht so stark, ne? Merke ich gerade. Also hat nicht so einen guten Damage. Was? 1 KP. 1 KP, Leute. Dein Ernst? Ich bin gerade echt am überlegen, ob ich gleich nochmal ins Pokémon Center renne. Aber ich glaube nicht. Dragon Deer Level 32, sehr schön. Und Tauboga Level 35. Sehr schön. Ein Magneton. Da kommt wieder unser liebes Dragonier ins Spiel. Mit Flammenwurf. Dürfte auch schneller sein und One-Shot. Wenn es trifft, ja, gut, trifft. Alles klar. Ja, sehr schön. Stimmt, hat er noch einen Smogmog oder einen Elektroball? Kann ich mir gerade vorstellen. Magnetilo erstmal, okay. Komm, Smogmog oder ein Elektroball? Ich hab's im Gefühl. Ich weiß nicht warum, aber ich hab's im Urin. Okay. Noch ein Smogon. Okay, ja gut, dann kommt wieder Tauboga dran, würde ich sagen. Auch wenn Tauboga langsam echt wenig KP hat. Aber das ist okay. Das ist okay, schätze ich. Fliegen. Schlammer macht Damage, ne? Schlammer dürfte echt gut Damage machen. Smog geht so. Smog dürfte Tauboga eigentlich überleben. Außer es wird jetzt vergiftet. Dann vielleicht nicht. Okay, alles gut. Noch einmal fliegen und das Smogon ist weg. Sehr schön. So, entwickelt sich Tauboga jetzt schon? Mist. Nein, okay. Gut, ich mach das jetzt einfach mal so. Ich renne noch einmal ins Pokémon Center. Und... Erdgeschoss. Und heile nochmal schnell die Pokémon und dann gehen wir wieder zurück. Dann gehen wir hier wieder her.
Vielleicht verliege ich auch noch mal schnell in irgendeine Stadt. Nein, komm. Die Übertränke werden ausreichen. Scheiße, Supertränke. Dürfte schon passen, so. Gut, noch einmal Pokémon heilen. Ja, danke. Bisschen schneller. Danke, schön. Jederzeit wieder. Ja, das mache ich definitiv. Bestimmt. Irgendwann. Mal gucken. Und wieder vor die Saves Go. Dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns hier. Komm, wir bewachen den Eingang zusammen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.